Hi, in diesem Video zeige ich euch, wie man solch einen Radler näht. Dazu benötigt ihr einen dehnbaren Stoff. Mein Stoff habe ich von Streitpferdstoffe. Den Link zum Shop setze ich euch einmal unten in die Infobox und dort steht auch ein Rabattcode für euch. Außerdem benötigt ihr ein Gummiband und eine aktuell passende Radler, um die Größe zu entnehmen. So, und dann legen wir auch schon los. Ihr legt euch ein langes Stück Stoff hin, faltet von einer Seite einmal wie folgt und dann legt ihr euch die Hose gefalten einmal drauf. Dort muss an den Seiten mindestens 1 cm und nach oben und unten am besten 2 cm Überschuss sein. Dann faltet ihr den Stoff noch weitere zweimal und dann legt ihr euch die gefaltene Hose wieder drauf. Und hier Umbruch am Umbruch, das heißt hier die gefaltene Kante von der Hose auf die gefaltene Kante vom Stoff. Nun zeichne ich mir die Hose einmal ab, dann nehme ich oben und unten 2 cm mehr und an den Seiten 1 cm mehr Nahtzugabe. Anschließend schneiden wir das Ganze aus. So, wenn wir das gemacht haben, nehme ich mir hier eine Seite und zwar die Vorderseite einmal runter. Und von der Vorderseite schneide ich jetzt circa 1,5 bis 2 cm mehr weg. Wir schneiden dann schräg zur Ecke hinweg. So sieht das Ganze dann aus und jetzt legen wir uns die Hosen rechts auf rechts übereinander. Und nähen uns dann die Seiten zusammen. Das machen wir mit einem dehnbaren Stich. Ich habe hier einen Fake Overlock Stich genommen. Ihr könnt es aber auch mit der normalen Overlock nähen oder mit einem Zickzack Stich. So sieht das Ganze jetzt aus. Und jetzt nehme ich mir hier das erste Hosenbein und schlage das nun zweimal circa 1 cm nach oben hinweg, also einmal und dann nochmal und fixiere mir das Ganze mit Stoffklammern. Und hier nähe ich nun mit einem normalen Geradstich drüber. So sieht das Ganze dann aus. Und das gleiche mache ich nun auch mit dem anderen Hosenbein. So sieht das Ganze dann aus und jetzt nähe ich mir den Schritt zusammen. Das mache ich jetzt hier wieder mit einem dehnbaren Stich, wieder mit dem Fake Overlock Stich. So, jetzt geht es an Bauchbündchen und zwar schlage ich jetzt hier 2 cm nach innen um. Hier fahre ich jetzt mit einem dehnbaren Stich drüber. Ich nehme jetzt den Zickzackstich. Aber nicht vergessen, wir müssen ein Stückchen offen lassen, um hinterher das Gummiband durchziehen zu können. So, und jetzt ist die Hose auch schon fast fertig. Jetzt müssen wir hier nur noch das Gummiband durchziehen. So, dann machen wir einen Knoten rein, schneiden das überschüssige Gummiband ab und dann nähe ich hier nochmal drüber, wo die offene Stelle ist, auch mit natürlichem Zickzackstich. Und dann ist die Hose auch schon fertig. Also wie ihr seht, geht das wirklich super schnell, super einfach, total anfängertauglich. Ja, ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Ich freue mich natürlich über einen Daumen nach oben und wenn ihr keine Videos verpassen wollt, lasst mir einfach ein Abo da.